Ich hatte die Gelegenheit, vom 4. bis zum 8. März den Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, zu begleiten nach Niger und nach Mali und dort die Einsätze der Bundeswehr anzuschauen, was im Fall des Spezialkräfteeinsatzes in Niger besonders spannend war, weil den hat vor den Stuttgarter Nachrichten noch kein deutsches Medium besuchen können. Die Ausbildung selber findet in Tawa statt, wo wir auch waren. Das ist etwa 300 Kilometer ostwärts von Niamey und das liegt tatsächlich wüstennah in der Halbwüste, extrem heiß. Die Abschlussübung fand bei gut 50 Grad ohne Schatten statt. Das ziert erkennbar an allen, die sich dort zügig durchs Gelände bewegen müssen. Ja, es ist so, wir haben jetzt nur ein Bataillon hier gesehen. Es gibt insgesamt 12 nigrische Bataillone, die einen ähnlichen Ausbildungslevel am Ende erreichen werden. Wir bilden die multinational gemeinsam aus. Nach heutigem Stand sind das Belgier, Kanadier, Franzosen, Amerikaner und wir, die sich abgestimmt haben zum Ausbildungsniveau, zu der Ausbildungsmethodik und auch zu den Einsatzgrundsätzen. Die sind also völlig kompatibel mit den eben genannten Ländern, sodass wir jetzt in der Lage sind, praktisch den Gegenschlag auch zu setzen gegen die dschihadistischen Gruppen und die Terrorgruppen. Und wir werden in Kürze hier noch, um das zu ergänzen, zusätzliche Nachtsichtgeräte mit an die nigrischen Streitkräfte ausliefern können, sodass wir dann Tag und Nacht tatsächlich auch eine Überlegenheit haben werden gegenüber diesen Gruppen. Das Prägende, dass in dieser Ausbildungsmission mit sehr wenig Bundeswehrpersonal gearbeitet wird, aber nach etwas anderen Prinzipien. Das ist ein bilateraler Einsatz, kleiner deutscher Kräfteeinsatz, aber intensive Partnerschaft mit den nigrischen Verbänden, die dort ausgebildet werden. Das heißt, man ist dort über viele Wochen zusammen, auch in mehrstufigen Kursen, treffen immer wieder dieselben Ausbilder auf dieselben nigrischen Partner und das zeigt erkennbar Ergebnisse. Also auch wenn man mit den Nigern spricht, das wissen die zu schätzen und sagen, sie sehen Effekte, es hilft ihnen. If you take our area of operation, so most of the time our main mission is patrol. So I think that the fact that German pass give us cars and so on did help us very well to accomplish our mission also to get our area of operation safe. Hitze, Sand, Staub, rudimentärste Bedingungen haben auch die nigrische Seite nicht davon abgeschreckt, sozusagen die Arme aufzumachen und zu sagen, bietet uns mal was Tolles, damit wir hier ordentlich arbeiten können, sondern haben von sich aus intrinsisch gesagt, da möchten wir besser werden, könnt ihr uns damit helfen. Wir sozusagen mehr Hilfesteller waren und Unterstützer waren, wie dass wir jetzt ein fertiges Paket denen gegeben hätten und sie einfach nur angenommen haben. Das ist eigentlich mit die der schönste Anteil, den wir hier an der Zusammenarbeit zu schätzen wissen. Die Franzosen, die sich dort sehr engagiert haben und auch mit Bachern sehr waffeneinsatzorientiert engagiert haben, stoßen erkennbar an Grenzen. In diesem Riesenraum stocken jetzt noch mal auf, rufen aber intensiv nach Verstärkung der europäischen Partner und speziell auch nach deutscher Verstärkung. Darüber wird zu befinden sein, wie man sich dazu stellt. In der längeren Perspektive ist ganz klar sichtbar, also wer sich dort engagieren will, wird sich lang engagieren müssen. Und dann ist natürlich schon auch die Frage, wie viele Partner sind im Spiel, auf wie viele Schultern kann man Lasten verteilen. Aber im Moment ist das Niger-Modell schon eines, das eine gewisse neue Attraktivität entwickelt, so mein Eindruck.